So, das kann ich euch nicht vorenthalten, das muss ich euch zeigen. Ganz, ganz großartig, habe ich so noch nie gesehen. Ich habe schon in Dubrovnik gesagt, warum die hier keine Orangenplantagen haben. Da bin ich echt, ja, erstaunt, weil da hingen so viele Früchte dran. Ne? Also irre, so viele lagen auch unten und waren gar nicht genutzt oder also Wahnsinn. Also Orangen, Mandarinen, Zitronen, irre. Und jetzt kommen wir gerade von Bosnien und fahren Richtung Split. Und dann gibt es hier dieses riesengroße Tal. Das sieht man auch von oben auf dieser Schnellstraße. Und da habe ich gesagt, jetzt fahr doch mal runter, das muss ich mir unbedingt anschauen. Und man sieht dann hier diese großen Kanäle, ja, diese einzelnen kleinen Flüsschen sozusagen, die dann das Ganze bewässern, also diese Bewässerungskanäle, jetzt habe ich das Wort dafür. Und zwischendrin sind tatsächlich alles Orangenbäume. Das sieht sowas von toll aus. Also das muss man wirklich mal gesehen, habe ich noch nie gesehen. Man denkt sich ja, ach komm, da ist ein großes Feld, ne? Wo die Bauern das dann anbauen oder wie auch immer. Aber das hier ist wirklich ein Tal ringsrum, sind immer so kleine Dörfchen angesiedelt. Ganz, ganz hübsch. Also wir haben jetzt im zweiten oder im dritten Dorf schon angehalten. Dann haben die alle ihre kleinen Kähne, wo sie dann rüberfahren. Und drüben sind aber auch LKWs stehen da teilweise drinne. Also müssen die ja irgendwo auch eine Zufahrt haben auf diese kleinen Inseln. Aber das ist ja wirklich mal fantastisch. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Bin ich total begeistert. Vor allem auch mit dieser ganzen Bewässerungsgeschichte. Wirklich großartig, wie man das so in Dokumentarfilmen von früher sieht. So ist das hier tatsächlich. Also ganz, ganz schick. Wenn ihr könnt und oben diese Schnellstraße langfahrt, schaut euch das mal an. Es ist wirklich, wirklich großartig. Also sehr, sehr sehenswert. Also dann, bis zum nächsten Video.